Für viele sind sie einfach ein großes Ärgernis. Es gibt kaum einen Spielplatz, der nicht mit Graffiti-Schmierereien übersät ist. Mehrere Millionen jährlich gibt die Stadt Berlin für die Beseitigung der unliebsamen Verzierungen aus. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille. Was im Straßenbild für Unmut sorgt, wird bei Freunden moderner Kunst immer beliebter. Mittlerweile hat die Street and Urban Art, also die Kunst der Straße, Einzug in die Welt der Galerien und Auktionshäuser gehalten. Was sonst in U-Bahn-Bögen und auf verfallenen Backsteinmauern dieser Stadt bewundert werden kann, ist zurzeit in der Ausstellung Berliner Straße in Mitte versammelt. Für die Macher keine einfache Angelegenheit. Es gibt eine Menge Talente in dieser Stadt, in der Tat. Es hat mich auch wirklich erstaunt bei der Arbeit. Ich habe ein Jahr lang daran gearbeitet, diese Ausstellung vorbereitet und bei der Recherche habe ich gemerkt, es gibt einige, die wirklich gut sind. Und erstaunlicherweise sind die meisten Künstler, die auf die Straße gehen, haben keinen akademischen Background. Also die waren nie auf der Universität. Das ist eher die Ausnahme. Es sind also oft Autodidakten. Und die lassen sich allerlei einfallen. Bunte Monsterköpfe gibt es zu bestaunen, aber auch wirre, abstrakte Spiralen. Viele Werke benutzen Zitate und Symbole der Popkultur. Manch ein Künstler kramt in den Straßenabfällen nach Objekten für seine Installationen. Wie etwa Anton Unay, der für die Ausstellung einen ganzen Raum nach Street Art Manier bearbeitet hat. Das mag zwar spektakulär erscheinen, besser als an diesem Beispiel ist das Dilemma der Szene aber nicht zu erklären. Ist Straßenkunst noch Straßenkunst, wenn sie im geschlossenen, nicht öffentlichen Raum entsteht und stattfindet? Für Menschen wie MS ein Konflikt, über den nachgedacht werden muss. Klar, wir werden verfolgt, unsere Kunstform ist kriminalisiert und uns bleiben teilweise, um Sachen jetzt genauer auszuformen oder eben halt auch detaillierter zu machen, bleibt dann teilweise nur noch die Möglichkeit, das in Galerien oder solchen Ausstellungssituationen zu machen. Trotz des kommerziellen Gedankens, der darin verborgen sein könnte, bleibt der anarchistische Ton. Viele der Arbeiten richten sich offen gegen Konsum und Kapitalismus. Ein Statement, das Bestand hat? Manches verschwindet, manches kommt dazu, nichts ist ewig. Und das ist auch das, wogegen wir letztendlich so ein bisschen arbeiten, dieses Ikonisieren, also dieses einzelne Kunstwerke herausgreifen, die auf einen Sockel stellen und sagen, das ist jetzt die Lösung aller Lösungen. Für mich ist jede Arbeit ein Versuch, ein Experiment. Vielleicht ist das jetzige Interesse an Street Art nur ein kleines Störfeuer in der Kunstwelt. Was heute Schmiererei ist, wird morgen womöglich für Millionen verkauft. Also Augen offen halten. Die Kunst liegt manchmal mitten auf der Straße.